begrüße ganz herzlich Katharina Fegebank, die zweite Bürgermeisterin der Hansestadt und Wissenschaftssenatorin. Freue mich sehr, dass du da bist, darf dich ganz herzlich auf die Bühne bitten. Und gerade zum 10. Extremwetterkongress ist das Ganze ja auch ein bisschen ein Jubiläum. Als ich den ersten Extremwetterkongress gestartet habe, und das war 2006, 16. und 17. Februar. Es war deutlich kälter, es hat draußen geregnet, es war windig, ganz anders als heute. Jetzt sind wir im September und wir haben immer noch die Nachlese eines Sommers, der neue Rekorde gebracht hat. Hier in Hamburg beispielsweise 8 Tage in Folge mit Temperaturen über 30 Grad. Das hatten wir noch nie seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Wir haben einen Winter hinter uns, der keinen einzigen Eistag gebracht hat. Noch nie hatten wir seit Beginn der Wetteraufzeichnung in der Hansestadt einen Winter, ohne dass es Dauerfrost gegeben hätte. Also wir sehen die Spuren des Klimawandels auch bei uns in der Hansestadt. Und Wissenschaft spielt eine ganz große Rolle, gerade die Klimaforschung an diesem Standort hier in Hamburg. Und dafür bist du genau die richtige Ansprechpartnerin. Herzlich willkommen auf dem Extremwetterkongress. Vielen Dank, freue mich sehr darüber, heute hier zu sein. Und in der Tat, normalerweise mögen wir Rekorde. Gerade in Hamburg freuen wir uns immer, wenn wir Spitzenreiter sind. Aber gerade hier sind das natürlich beängstigende Zahlen, sind es beängstigende Szenarien, die uns die Wissenschaft ja nun schon seit Jahren immer wieder vor Augen führt und uns damit auch in der Politik vor die Aufgabe stellt, wie gehen wir damit um und wie schaffen wir es wirklich, die Klimaziele, die wir uns gesetzt haben, die wir uns auch ehrgeizig gesetzt haben, wie schaffen wir es, diese zu erreichen? Da gibt es gesellschaftlichen Druck auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite brauchen wir natürlich als Grundlage die wissenschaftlichen Erkenntnisse, neueste wissenschaftliche Erkenntnisse. Und da stehen wir in Hamburg wirklich an der Spitze der Forschung. Wenn ich das als kleinen Werbeblock hier einfach mal der versammelten Mann- und Frauschaft hier und den vielen Leuten, die an den Schirmen uns verfolgen, sagen darf, wir sind tatsächlich so etwas in der Wissenschaft und in der Forschung wie eine Klimaschutz-Hochburg. Wir haben in der letzten Runde der Exzellenzinitiative als einzige Universitätsstadt ein Cluster, einen sogenannten Schwerpunkt im Bereich der Klimaforschung bewilligt bekommen. Das hat keine andere deutsche Universität geschafft. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass wir hier eine sehr lange Tradition der Klimawissenschaften haben, auch immer im Zusammenspiel mit anderen, mit benachbarten Disziplinen, aber auch den Geistes- und Sozialwissenschaften, so dass wir da erfolgreich sein konnten vor 1,5 Jahren. Und das hat sicherlich auch damit dann eingezahlt, dass wir den Exzellenzstatus für unsere Universität erringen konnten. Wir haben aber auch mit dem Climate Service Center beispielsweise, unseren vielen Forschungseinrichtungen, Deutschen Klimarechenzentrum, viele Institutionen, die deutschlandweit, europaweit, weltweit gefragt sind, wo es Kooperationsbeziehungen gibt, immer mit der Frage, was löst der Klimawandel eigentlich aus, was löst er in Metropolen aus, was löst er im ländlichen Raum aus und auch die Frage verbunden vor allem in den letzten Jahren, Klimafolgenanpassung und welche Maßnahmen müssen ergriffen werden. Und ich sage hier auch noch mal in aller Deutlichkeit, weil wir natürlich zu Recht unter Druck stehen. Ich weiß auch draußen ein Fridays for Future, viele andere Organisationen, die sich hier auch zusammengeschlossen haben, gesagt haben, wir müssen jetzt handeln. Es ist nicht mehr 11:55, es ist eigentlich schon 12 Uhr. Und wenn wir uns die Szenarien, selbst die mittleren Szenarien angucken, dann müssen wir ja wirklich mit Graderhöhung rechnen, die dramatische Auswirkungen auf das Leben auf diesem Planeten haben. Und wenn ich das jetzt zurückhole, zurückziehe dort, wo wir, da wo ich politisch Verantwortung trage in Hamburg, dann hat das natürlich zur Folge, das was Frank eben schon beschrieben hat, also eine erhöhte Anzahl von Tagen mit hohen Temperaturen, mit tropischen Nächten, aber eben auch Starkregenereignissen, die wir ja auch in der Vergangenheit zuhauf gespürt haben. Und das verändert natürlich die Stadt. Das verändert das Zusammenleben in der Stadt. Das macht was mit der Frage der Klimafolgenanpassung. Und das sind alles Themen, mit denen wir uns in der Politik im täglichen Tun, aber natürlich auch mit unserer Zielperspektive Klimaplan und Klimaschutzgesetz auseinandersetzen. Wir haben was sehr Ehrgeiziges vorgelegt. Wir wollen die Pariser Klimaziele erreichen, auch deutlich früher, als wir sie jetzt verankert haben. Das ist unser ehrgeiziges Ziel. Und nochmal, es gibt kein Erkenntnisproblem, es gibt ein Umsetzungsproblem und das richte ich ganz klar auch an uns und auch an mich selbst. Wir sind jetzt gefragt in der Politik. Wir können das nur zusammen schaffen mit der Gesellschaft, mit der Wirtschaft, mit jedem Einzelnen und jeder Einzelnen, die auf der einen Seite Druck machen, aber auf der anderen Seite auch
auch den eigenen Lebensstil, den eigenen, das eigene Lebensumfeld hinterfragen. Wir brauchen einen richtigen Aufbruch und eine Bewegung in die sozial-ökologische Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft. Und ich spüre, dass das einfach an ganz vielen Ecken und Stellen auch gerade passiert. Sicher noch nicht schnell genug, an vielen Stellen auch noch nicht mit dem nötigen Ehrgeiz, um wirklich die Pariser Klimaziele zu erreichen, nämlich bis 2035 auch Klimaneutralität zu erreichen. Da wir im Westen und vor allem die Großstädte ja einer der Hauptverursacher oder die Hauptverursacherin sind für den Klimawandel und den CO2-Ausstoß, bin ich der festen Überzeugung, dass wir auch eine Hauptverantwortung darin haben, möglichst schnell Wege und Pfade auch aufzuzeigen. Die Wissenschaft zeigt uns, was passiert, wenn wir nichts tun oder nur zu wenig tun. Unsere Aufgabe ist es, an den richtigen Stellschrauben jetzt schnell die Maßnahmen zu ergreifen. Wir sind bereit dazu. Wir brauchen aber den Diskurs und Dialog und deshalb der Weg zurück an den Anfang. Ich finde es großartig, dass es den Extremwetterkongress gibt. Ein Jubiläum sozusagen, 10 Jahre. Das ist vor allem ja auch deinem Einsatz und auch deiner Leidenschaft für Wetter, auch für Extremwetter und das Erklären, wie es zustande kommt, zu verdanken. Und das ist ein toller Ort, der als Wagnis und als Experiment vor 14 Jahren begann. Denn da sagte damals Professor Clausen, das ist interessant. Vorher haben wir uns als Wissenschaft untereinander unsere neuesten Erkenntnisse vorgestellt. Und jetzt treten wir in unmittelbaren Austausch und Dialog mit der Gesellschaft und nehmen das auch auf. Und das Thema Wissenstransfer und Wissenschaftskommunikation, das ist ja ein ganz zentrales in diesen Tagen. Und wenn es ein gutes Moment jetzt auch in der Pandemie gibt, dann das Hören auf die Wissenschaft, das Hingucken auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse. Und ich hoffe, dass uns das auch trägt in den nächsten Jahren als stabiles Fundament. Denn wir müssen im Moment mehrere Krisen gleichzeitig bekämpfen. Und die Klimakrise, die vielleicht etwas aus dem Fokus geraten ist, durch die Pandemiebekämpfung, durch Corona-Bekämpfung, die ist natürlich nicht weg. Und wir erleben dieser Tage durch Brände, durch Dürren, durch Überschwemmung, dass sie präsenter ist denn je und dass sie noch größere Auswirkungen auf das Leben einzelner Menschen hat, zu Flucht führt, zur Zerstörung des Lebensumfeldes, Zerstörung von Flora und Fauna, natürlicher Vegetation. Und deshalb ist Handeln jetzt angezeigt. Also wieder alle zurück auf die Straße, immer mit entsprechendem Abstand und kämpfen dafür, dass wir jetzt schnell Wege finden gemeinsam, um den Klimawandel aufzuhalten, um den Klimawandel zu stoppen und weiterhin gut auf diesem Planeten miteinander zu leben. Vielen Dank und der Extremwetterkongress hat einen ganz großen Anteil daran, dass dieser Dialog gut stattfinden kann. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank, Katharina. Da kann man applaudieren. Bleib kurz noch bei mir für einen kleinen Moment. Bleib kurz noch bei mir. Du hast vielleicht eben draußen gesehen, die jungen Leute, die demonstriert haben. Wenn du dich zurückversetzt in deine Jugend, da gab es irgendwann mal den Impuls, als Katharina Fegebank für sich gesagt hat, ich möchte was bewegen. Jetzt bist du da und würden und bewegst eine ganze Menge. Kannst du dich an diesen Moment noch erinnern, wo es das erste Mal dir bewusst wurde, dass du gesagt hast, ich muss was tun? Ich möchte das Zepter selbst in die Hand nehmen. Ich will mitgestalten. Kannst du diesen Moment noch aufrufen? Ist der noch präsent? Nein, also dieser ganz konkrete Moment nicht. Aber ich war schon immer sehr getrieben von dem Anspruch, dass es gerecht zugehen soll. In meinem persönlichen Umfeld, in der Familie, im Freundeskreis. Und als ich damals, wie glaube ich viele, die jetzt in der aktiven Politik sind, angefangen habe, mich in der Schülerinnenvertretung zu engagieren, da waren es vor allem bildungspolitische Fragen. Es waren dann auch in den 90ern, Anfang der 90er, Fragen rund um das Thema Flucht, die mich politisiert haben und die mich dann haben auch engagieren lassen im persönlichen Umfeld. Das Klimathema ist erst später dazu gekommen. Also es waren Gerechtigkeitsfragen, es war auch das Thema Gleichstellung und Frauen und das Klimathema, ja, das ist später dazu gekommen, aber ist jetzt natürlich auch eins, bei dem es ganz, ganz viel um Gerechtigkeit geht. Mhm. Finde ich eine Facette, die manchmal etwas unterbelichtet ist, aber die natürlich gerade bei diesen Fragen Extremwetterereignisse eine große Rolle spielt. Mhm. Nämlich wenn Lebensgrundlagen zerstört werden und die Menschen nicht mehr da sein können, wo sie eigentlich sein wollen in ihrer Heimat und gezwungen sind zu flüchten. Also das Thema Klimageflüchtete, denke ich, hat ja auch in den letzten Jahren eine große Rolle gespielt und wird es auch künftig leider.
Nun stehen da die Jugendlichen draußen vor der Tür und am Freitag ja auch wieder auf der Straße mit großem Abstand und fordern auf, dass wir alle schneller werden, dass die Politik noch schneller handelt. Ein guter Freund von mir, Hinak Behmer, mal angetreten. Er hat das transparent geschrieben unter den Talaren der Muff von 1000 Jahren. Also das haben einige noch vielleicht vor Augen. Also die ältere Generation hat das alles live miterlebt. Und er ist damals angetreten, um in die Politik zu gehen, um Politik zu verändern, um die Institutionen zu verändern. Und hat dann irgendwann zu mir gesagt, ich bin da rein und habe dann festgestellt, die Institution hat mich verändert. Viel stärker, als ich es eigentlich geschafft habe, die Institutionen zu verändern. Jetzt bist du auch, ist aus der Katharina Fegebank, die sich engagiert hat in der Schule, eine Politikerin geworden. Jetzt bist du in diesem Rhythmus drin. Wie schaffst du es immer wieder, dir vor Augen zu rufen, dass du nicht in diesen Trott kommst und dass die Institutionen dich verändern? Wie kriegst du das hin im Alltag? So. Das ist schwer und ich will auch gar nicht behaupten, dass das nicht passiert ist. Mhm. Natürlich wird man verändert durch sein Umfeld und wenn man in einer Institution drin ist oder in einem System, dann kostet es nicht nur ganz viel Kraft, sich ständig selbst zu hinterfragen und auch sich immer wieder mit einem entsprechenden Kompass auszustatten und sich zu sagen, ja doch, ich bin auf dem richtigen Weg. Mhm. Auch wenn Dinge wirklich oft sehr langsam, sehr zäh, sehr mühselig sind, aber das ist der politische Prozess. Mhm. Ganz viel geht um das Wort des Kompromisses. Mhm. Und ich kann verstehen, dass diejenigen, die sagen, ich gehe für eine Sache auf die Straße, ich organisiere mich, um dafür zu streiten, dass eine bestimmte Sache passiert oder nicht passiert, dass die irgendwann nur noch den Kopf schütteln und sagen, das gibt's doch gar nicht. Wir haben doch die ganzen Erkenntnisse, Stichwort Klimawandel, sie liegen doch hier. Das heißt doch dann automatisch, wenn wir wissen, wir haben nur noch so und so viele Jahre, bevor die Katastrophe vollends über uns einbricht, dann müssen wir es doch jetzt tun und an jeder einzelnen verdammten Schaltstelle den Hebel umdrehen. Ja, und dann prallt genau dieses völlig berechtigte Anliegen, das ich in ganz vielen Punkten auch zu 100% unterstütze, das prallt dann auf den politischen Aushandlungsprozess. Und dann kommt der böse Kompromiss, der, wie ich finde, ganz oft ein guter Kompromiss ist. Aber da müssen wir uns dann streiten. Und das ist auch der Anspruch, den ich habe, an mein Amt und an meine Aufgabe und Rolle als Politikerin sehr viel zu erklären, auch Prozesse und Mechanismen und Verfahren zu erklären und trotzdem aber Dinge zu verändern und zu bewegen. Und das ist manchmal ein schmaler Grat, aber wenn es leicht wäre, dann könnten es auch die anderen. Genau, wenn es leicht wäre, könnten es auch die anderen. Das ist ein tolles Schlusswort und man spürt sozusagen, die Energie ist weiterhin voll da und genau die brauchen wir auch. Vielen herzlichen Dank auch für den emotionalen Einblick. Vielen, vielen herzlichen Dank, Dankeschön. Katharina Fegebank. Dankeschön. Guten Tag. Danke.